Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute sprechen wir über Verluste. Und zwar über eine Theorie, die man sehr, sehr häufig im Optionsverkauf hört und an der durchaus viel Richtiges ist, die aber vielleicht doch nicht für alle anwendbar ist. Und zwar lautet die Theorie: Ist es nicht besser, wenn man Verluste beim Optionshandel einfach laufen lässt, also beim Optionsverkauf, damit man die Wahrscheinlichkeiten mehr für sich arbeiten lassen kann? Und warum das grundsätzlich richtig ist, aber in der Praxis dann vielleicht doch nicht funktioniert für uns, darüber unterhalten wir uns jetzt mal hier in diesem Video. Ihr alle kennt ja diesen Spruch: Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen. Das ist der Klassiker, der jedem Börsenanfänger beigebracht wird. Ne? Und das ist auch irgendwo logisch, denn das Ganze kommt aus dem Aktienhandel. Und jetzt mal angenommen, du hast halt zwei Aktien. Ne, wir machen das mal so und sagen, okay, du hast hier, was weiß ich, Ausgangspunkt A und B. Und die eine Aktie, die fängt jetzt an zu fallen. Und die andere Aktie fängt an zu steigen. Jetzt wissen wir, dass die eine Aktie maximal 100% fallen kann und die andere könnte unendlich steigen. So, und jetzt sind natürlich 100% relativ viel, deswegen sagt man aber, okay, wenn man immer wieder nach unten seine Verluste begrenzt, wenn man also nicht zu viel Geld verliert, aber auf der anderen Seite die großen Trends laufen lässt, dann wird man am Ende des Tages mit Gewinn dastehen, also auf lange Frist. Und das stimmt auch, das ist ganz einfach so. Ne? Das wird ja jeder markttechnisch orientierte Trader sagen, der sagt, ja, du musst Verluste begrenzen und dann die großen Dinger mal laufen lassen. Also Klassiker. Ist alles richtig, stimmt. Ne? Können wir uns noch darüber unterhalten, warum die meisten Leute Gewinne nicht laufen lassen können. Das hat was mit Mental zu tun, wollen wir aber an der Stelle nicht machen. So, wie ist es jetzt beim Optionshandel? Und da gibt's, und ich habe das kürzlich in einem Kommentar hier bei YouTube gelesen, und das ist auch zum Beispiel etwas, was sehr, sehr häufig von den Jungs von Tasty Trade propagiert wird, nämlich, dass man sagt, wie ist es denn, wenn wir eine Option verkaufen? Lasst uns mal ein Beispiel machen. Wir verkaufen eine Option für $100. So, was können wir maximal verdienen? $100. Also, maximaler Gewinn sind diese $100. So, wie ist es jetzt aber bei den Verlusten? Wir wissen, theoretisch ist der Verlust unbegrenzt. Das heißt also, angenommen, das wäre jetzt eine Put-Option, dann ist er nicht unbegrenzt, aber die Aktie könnte ja theoretisch auf Null fallen und dann hättest du eben einen substanziell hohen Verlust, ein paar tausend Dollar vielleicht. So, oder du hättest, das wäre eine Call-Option und die Aktie könnte ja theoretisch unendlich steigen, dann ist sogar der Verlust aus dem verkauften Call unendlich. So, jetzt gibt es aber durchaus die These, dass man sagt, naja, wenn wir jetzt beispielsweise Optionen verkaufen, sagen wir mal an Delta 10 und jetzt lassen wir die Wahrscheinlichkeiten für uns arbeiten. Was heißt das eigentlich? Wenn wir eine Option an Delta 10 verkaufen, dann bedeutet das, auf hohe Zahlen gerechnet, beziehungsweise nein, sogar bei jeder einzelnen Option, bedeutet das, dass an dem Punkt, wo wir die Option verkaufen, an dem wir sie schreiben, dass wir eine 90%ige Wahrscheinlichkeit haben, dass diese Option am Ende der Laufzeit nicht im Geld ist und nur eine 10%ige, dass sie im Geld ist. So, und das bedeutet natürlich, dass wenn wir alle Optionen, die wir verkaufen würden, einfach immer laufen lassen würden, dann hätten wir 90 Gewinner und 10% Verlierer. In der Realität ist es sogar so, und da gibt es viele, viele Untersuchungen, die man anstellen kann, haben zum Beispiel auch die Jungs von Tasty Trade haben das gemacht, dass die Zahlen wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser sind. Also wenn man hier 90% Gewinnerwartung hat, in der Realität sind es eher 92 oder 93%. Wir haben selbst einmal vor vielen, vielen Jahren etwas gemacht und ich habe euch diesen Tipp hier vor kurzem auch schon mal gegeben. Und zwar, nehmt euch einfach mal alle eure Trades her und wir haben das damals gemacht, wir haben uns ein paar hundert Trades hergenommen, die letzten paar hundert Trades und haben dann händisch nachgeschaut, was wäre dann rausgekommen. Ne? Und wir haben auch, das waren damals Future-Optionen, wir haben immer so roundabout an Delta 10 verkauft. Das heißt, wir hatten auch die Erwartungshaltung, okay, wenn wir gar nichts gemacht hätten, wenn wir sie einfach hätten durchlaufen lassen, dann wären am Ende 90% Gewinner gewesen, 10% Verlierer, wie hoch wäre der Verlust gewesen. Und bei uns kam damals raus in dieser Untersuchung,
dass unser Gewinn sogar höher gewesen wäre, als wenn wir die Optionen mit Stops, mit Rollen und so weiter bearbeitet hätten, dass wir tatsächlich ungefähr 8% ins Minus haben laufen lassen und dass von den ganzen paar hundert Trades vielleicht nur 2 oder 3 wirklich große Verluste gebracht haben. Also wir haben das damals immer mit einer einzigen Option berechnet und ich glaube, der größte Verlust, den wir hatten, der war irgendwie bei 6.000 oder 7.000 Dollar aus einer einzigen Option, wo es also wirklich extrem gegen uns gelaufen ist. So. Und das heißt, im Großen und Ganzen war das alles eine tolle Sache. Und warum bin ich trotzdem kein Fan davon, Optionen einfach so laufen zu lassen? Und der Grund liegt nicht darin, dass das nicht funktionieren würde, denn langfristig betrachtet würde es funktionieren. Es gibt aber einen anderen Punkt, oder es gibt sogar 2 Punkte, warum das für einen Privatanleger aus meiner Sicht heraus nicht die optimale Wahl ist. Es ist nicht falsch, aber es ist nicht die optimale Wahl. Punkt Nummer 1. Stellen wir uns mal vor, wir haben 1000 Trades, okay? Wir machen 1000 Trades über die nächsten Monate, Jahre. Wir machen 1000 Trades und wir würden immer an Delta 10 verkaufen. Wir machen das jetzt einfach mal aus Gründen der Übersichtlichkeit. Wir verkaufen immer Delta 10. Dann müssten 900 Trades Gewinner werden und 100 Trades sollten Verlierer werden. So, die hier können wir erstmal ausklammern, weil die Gewinner spielen erstmal keine Rolle. Es geht nur um die Verlierer. Und jetzt gibt es 2 Punkte, warum diese Handhabung für den Privatmann schwierig sind. Punkt Nummer 1, das ist der mentale Aspekt. Denn das Problem ist ganz einfach, was du nicht weißt, wann treten diese 100 statistisch relevanten Verlierer auf. Stell dir zum Beispiel folgende Situation vor. Du würdest ein ganz simples Short-Put-System fahren. Du verkaufst einfach Short-Puts im Aktienmarkt, ohne auf den Markt zu schauen. Also das heißt, dir ist völlig egal, wie der übergeordnete Trend ist. Du gehst wirklich nur nach den Wahrscheinlichkeiten und sagst, hey, immer wenn ich Delta 10er Putz verkaufe, dann weiß ich, von 1000 Trades werden 900 Gewinner, 100 werden Verlierer. So, jetzt startest du das Ganze im Januar 2008. Deine statistischen Kennziffern, die stimmen. Das Problem ist bloß, im Jahr 2008, im Jahr der Finanzkrise, sind wir gerade am Beginn eines Bärenmarktes. Und es kann passieren, du setzt in diesem Jahr, du machst einen Trade in der Woche und 50 Trades werden Verlierer. Ne? Deine Statistik, das ist immer noch vollkommen im Raum. Du hast 50 Trades gemacht, du hast 50 Verlierer. Wenn du es die nächsten 9 Jahre noch durchhältst, hast du wahrscheinlich dieses Ergebnis und sogar einen positiven Ertrag. Aber du hältst das doch mental nicht aus, wenn du hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Verlierer hintereinander hast. Und deswegen haben wir zum Beispiel bei unserem Short-Put-System eine Ampel davor gesetzt. Das Short-Put-System, was relativ simpel ist, ne? Wer da mehr darüber wissen will, schaut in unsere neue Online-Ausbildung, Optionshandel für kleine Konten, da ist das extremst ausführlich beschrieben mit allen Regeln und eben auch mit der Ampel, mit dieser Morgenroutine, wo wir sagen, hey, wann ist die Ampel grün, wann können wir das machen, wann ist die Ampel rot, wann dürfen wir das nicht mehr machen, ne? Weil wir eben genau das vermeiden wollen, dass du in der falschen Situation diese Strategie fährst. So, die Wahrscheinlichkeit ist auch in einem Bärenmarkt bei einem 10er Put 10%, dass sie ins Geld geht. Aber nichtsdestotrotz wird es dir dann häufiger passieren. So, das heißt also, das erste ist ein mentales Problem. Du weißt nicht, wann die Verlierer kommen und wenn sie, stell dir vor, du hast 500 Gewinner-Trades hinter dir oder 50 Gewinner-Trades und dann kommen mal 5 Verlierer. Stört dich das? Nein. Wenn die aber gleich am Anfang kommen, schwierig. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, und das ist ein finanzieller Aspekt. Stellen wir uns zum Beispiel Folgendes vor. Du machst 1000 Trades am Delta 10 und sagen wir mal, du nimmst, wir machen es einfach, damit ich schön rechnen kann, du nimmst jedes Mal 50 Dollar ein, okay? 50 Dollar mal 1000 sind 50.000 Dollar Prämieneinnahmen. So.
Davon werden 900 Gewinner. Also 900 mal 50, wir lassen die am Ende einfach wertlos verfallen. Okay, das heißt, wir werden einen Plus haben von 45.000. Und was wir nicht wissen, ist, das ist hier die Unbekannte, wie groß sind die Verluste? Das wissen wir nicht. Aus der Wahrscheinlichkeit heraus, egal wie hoch die sind, werden wir hier am Ende unterm Strich trotzdem ein Plus haben. Wir werden Gewinn mit dieser Strategie machen. Wir müssen es einfach nur verkaufen. Es gibt Statistiken, die das ganz klar zeigen. Verkaufe jeden Tag einen Put auf den S&P 500, zieh das ein paar Jahre lang durch, selbst im schlimmsten Bärenmarkt, und am Ende hast du einen Gewinn, der sogar noch höher ist als der Gewinn, wenn du einfach Buy and Hold machst. So, Problem ist aber auch hier wieder, wie ist der Drawdown, und jetzt bezogen auf deine persönliche Kontogröße. Das ist nämlich der entscheidende Aspekt. Was nämlich bei all diesen Statistiken immer nicht berücksichtigt wird, ist, was ist deine persönliche Kontogröße? Machen wir auch hier wieder das Beispiel. Du verkaufst jeden Tag auf den S&P 500 einen Put. 10 Jahre lang. Ne? Gibt es sogar einen Index dafür an der CBOE. Gibt es mehrere Indizes, den Put-Index, den Put-Right-Index und so weiter und so fort. So. Und statistisch betrachtet weißt du, dass das gut performt. Frage ich jetzt dich, kannst du jeden Tag, gibt es dein Konto her, jeden Tag einen Put auf den S&P 500 zu verkaufen? Gibt es dein Konto her, jede Woche einen zu verkaufen? Kommst du auf genügend Trades, dass diese Wahrscheinlichkeiten für dich überhaupt arbeiten können? So, und das ist nämlich der entscheidende Punkt. Wenn du, und ich komme noch mal ganz kurz hier auf die Jungs von Tasty Trade, die machen das ja auch so. Jetzt musst du dir auch Folgendes vorstellen. Wenn ein, es gab vor vielen, vielen Jahren mal im Traders Magazin ein Interview mit Tom Sosnoff, dem Gründer von Tasty Trade, der beschrieben hat, dass er jederzeit so, ich glaube, 200, 300 Positionen hat. Okay, ich kann euch eins sagen, bei dem wirkt diese Statistik. Warum? Weil der ein 7- oder 8-stelliges Konto hat, weil der ein paar hundert Trades permanent durchlaufen lässt und weil jede einzelne Position so klein ist im Verhältnis aufs Gesamtkonto, dass selbst ein großer Verlust, also einer von denen hier, für ihn keine Rolle spielt. Es macht ihm mental nichts aus, es macht ihm auch geldmäßig nicht aus. Das heißt, da können diese Trades laufen. Aber jetzt guck dir mal dein persönliches Konto an. Wie viele Trades kannst du denn aufgrund schon an deiner Margin nebeneinander laufen lassen? 5, 6, 10, 20? Aber doch keine 100 oder 200 oder 300. Das kannst du doch gar nicht. Und genau das ist aber das Problem. Denn solche Ansätze, wenn man sie rein mechanisch fährt, noch eine Option, noch eine Option, noch eine Option, die funktionieren. Das ist 100% klar. Und als Institutioneller kannst du sowas machen, wenn du große Konten hast. Wenn auch als Privatmann kannst du sowas machen. Wenn du halt ein 7-stelliges Konto hast, dann kannst du sowas fahren und du wirst Gewinn machen. Ohne Frage. Und du kannst die Wahrscheinlichkeiten für dich laufen lassen. Weil na klar, dann läuft mal irgendeine Option halt tief ins Geld. So what? Völlig egal. Na, das spielt überhaupt keine Rolle. Als normaler, in Anführungszeichen, Endkunde kannst du das aber nicht machen, weil dein Konto einfach zu klein ist. Und das ist wie viele, viele Dinge, die theoretisch funktionieren, aber praktisch nicht funktionieren. Entweder vom Kopf her oder von der Kontogröße her. Anderes Beispiel hat nichts mit dem Optionshandel zu tun. Jeder kennt hoffentlich das Martingale-System beim Roulette. Du setzt auf Schwarz und wenn du verlierst, setzt du das Doppelte und so weiter und so fort. Diese Systeme funktionieren in der Theorie, aber nicht in der Praxis. Warum? Erstens, entweder du hast nicht mehr genügend Geld oder das Casino schiebt dir übers Tischlimit einen Riegel rein. So, und genauso ist es hier. Also, Verluste laufen lassen. Im Optionshandel kann das funktionieren. Definitiv. Hundertprozentig. Die Frage ist, kann es für dich funktionieren? Und das wage ich bei 99,9% der Leute, die hier zuschauen, zu bezweifeln. Und es liegt nicht daran, dass ihr mental dazu nicht in der Lage wärt, sondern weil unser aller Geld einfach nicht genügend ist, weil es nicht langt. Ne?
Okay, vielleicht sind es nicht 99,9, sondern ich will jetzt ja niemand zu nahe treten, vielleicht sind es 95%. Okay, 95% vielleicht. Nein, ihr wisst aber, was ich meine. Ne? Und deswegen, das ist ein toller Ansatz und ihr solltet auf jeden Fall mal darüber nachdenken. Wer schon ein bisschen länger dabei ist, sollte mal seine Trades untersuchen. Wie viel sind denn ins Gewinn gelaufen? Wie viel wären Minus geworden? Wie viel wäre es Minus geworden? Ihr erkennt damit unheimlich viele Dinge über euer Trading, ne? Und über euren Handel. Ihr könnt damit wahnsinnig viele Dinge daraus lernen. Ist eine Heidenarbeit, aber die lohnt sich. So. Aber einfach jetzt zu sagen, hey, ich habe ja ein Konto, ich habe mal angefangen, 10.000, 20.000, 50.000 Euro und jetzt mache ich das so, kann ich euch sagen, ihr könnt Glück haben und ihr kommt in eine Phase, wo mehrheitlich das hier auftritt. Wenn ihr Pech habt, ne, und Glück und Pech, ihr wisst, kann man schwer beeinflussen, dann kommt dann so eine Phase und macht ihr diese Strategie weiter, wenn ihr plötzlich einen Drawdown von 20, 30, 40% habt? Wenn ich schon gesehen habe, dieses Jahr, wo viele Leute bei 10-15% Minus völlig mit den Nerven am Ende waren und gar nicht mehr wussten, was los ist und gesagt haben, ah, mit dem Optionsverkauf, das funktioniert alles nicht, ich mache jetzt was anderes. Und dann wollt ihr eine Strategie machen, wo ihr Verluste laufen lasst, wo vielleicht euch ein einzelner Trade mal 3, 4, 5, 6, 7.000 Dollar kostet mit einer einzelnen Option. Vergesst das. Ne? Das werden die meisten nicht durchhalten. So. Und deswegen, ja, es ist richtig, nein, es funktioniert nicht in der Praxis für die meisten von uns. Nichtsdestotrotz, ich fand das eine super Kommentar. Vielen Dank auch. Ich finde solche Sachen immer toll, weil die sind kontrovers. Und genau darüber muss man, aber so muss man auch rangehen, nicht immer so eine Mehrheitsmeinung haben, sondern auch mal kontrovers, das dann aber auch durchdenken. Ne? Nicht einfach sagen, ja, das ist so und das ist so. Und deswegen, wenn ihr weiter solche Fragen habt, wenn ihr solche Kommentare habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Ansätze habt, ne, dann schreibt mir die gerne weiter in die Kommentare rein. Ich freue mich sehr, die mit euch dann hier bearbeiten zu können. Und deswegen nochmal vielen Dank an euch, die ihr immer zuschaut, die ihr diese Videos so liked, die ihr sie bewertet und vor allen Dingen auch die unter euch, die sich hier beteiligen, die Kommentare schreiben. Vielen herzlichen Dank. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.